Mann, bin ich froh, gerade nicht da draußen sein zu müssen. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Need for Speed Heat. Es ist mittlerweile ungefähr ein Monat her, dass ich das letzte Mal gespielt habe. Aber dafür spielen wir diesmal auf meinem eigenen PC. Ah, scheiße, und ich habe mal irgendwie einen Spaler entzogen. Sehr geil, natürlich. Straßen sein. Vergiss nicht, du kannst nur Geld in deinen Wagen stecken, wenn du einen Namen hast. 12k, 14k, 17, 11. Ich hab gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Das heißt, du meinst es ernst. Sonst wäre ich wohl kaum hier. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, genauso wenig wie du. Genau darüber wollte ich reden. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen, als Crew. Außer natürlich, du hast bessere Angebote. Jede Menge. Bullshit. Komm schon, was sagst du? Ich bin dabei. Perfekt. Okay, um der League näher zu kommen, brauchen wir ein Rennen gegen eine andere Crew. Erinnerst du dich an Kenny? Diesen Proll vom ersten Abend? Seine Crew, die Speed Boys, ist fällig. Ich werde ein paar Stritten ziehen, aber du musst beweisen, dass du es wert bist. Verdien dir eine Einladung. Dann zeigen wir ihnen, was wir drauf haben. Hey, ich habe wieder ein Rennen für dich. Ich esse jetzt noch einen Happen, aber wenn du willst, können wir uns danach treffen. Ich hoffe mal, dass man mich jetzt hört, weil ja, in den ersten drei Folgen, sage ich jetzt einmal, mit dem Infovideo, war das ja nicht der Fall. Beziehungsweise die dritte Folge ist nicht einmal hochgeladen. Die habe ich nicht hochgeladen, da war. Oder zweite Folge, jetzt, das ist offiziell die dritte. Thank you.
jetzt würde ich vielleicht einsammeln nochmal. Thank you.
Lol. 21 führt eine Ich hab nicht gewusst, dass man jetzt am Tag Heat kriegt. Das war der eigentlich nicht, aber egal.
Scheißdreck. Ich bin's. Wie läuft der Wagen? Läuft wie geschmiert. Ich weiß, er ist nicht der Kracher, aber er ist zumindest ein Anfang. Quatsch.
Er ist wirklich gut. Danke, dass du ihn mir verkauft hast. Gerne. Und der Service ist übrigens inbegriffen. Falls du Motorprobleme hast oder irgendwas Komisches hörst, kümmere ich mich darum. Danke. Du weißt, wo du mich findest. Peace. War und was sind die anderen zwei? Ne, drei halt. Einer führt trotzdem noch. Also ich weiß schon. Ich weiß schon. Okay, ich weiß zumindest, wann ich einmal, wo ich einmal die Nacht beginne. 2, 5, 1, 4, 1. Jupp, weiß ich schon. Na toll. Liste mit Teilen für dich. Turbo könnten wir drauf bauen. Aber auf den machen wir, wenn, dann Single Turbo. Da kommt mal kein Twin Turbo drauf. Einer 30 Leistungspunkte. Und das zieht sich immer so durch, dass der Single Turbo am besten ist, gell? Ja. Yep. Das sind jetzt die Standardreifen, gell? Ja. Und das sind die Rennreifen. Naja, Felgen lassen wir es, aber es sind ganz einfach. Nur, es wäre geil, sagen, ob er geschlitzte oder so hat. Er hat auch sogar.
glaube, karosserietechnisch lassen wir den auch so, wie er ist. Okay, ich habe keine Ahnung, warum ich jetzt so FPS-Drops habe. Ne, den lassen wir aber so, wie er ist. Alter, was ist denn los? Du hast offenbar was richtig gemacht. Wir haben unsere Einladung. Mach deinen Wagen so weit wie möglich auf und triff dich dann mit mir. Thank you.
Oh oh. Du hast es, deine Chance. Ich habe hier einen echt netten Wagen im Blick. Den Fahrer schnappe ich mir, egal was passiert. Thank you.
das Arschloch wieder im Blick. Schnappen wir es uns. Okay, Leute. Eure Kaffeepause ist vorbei. Unser Flip. Das war knapp. Komm doch, komm doch. Ihr habt genau den richtigen gerufen, um das zu beenden. Und auf der guten Zusammenarbeit. Ist klar. Yes. Wo ist die nächste Garage? Da. Das wird mir zu risky. Wie es aussieht, kannst du dir jetzt neue Teile kaufen. Ai. Den nehme ich schon mal für nächstes Mal. Ai. So Leute, das war's für die Folge. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal.